Jo, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo korruptes und verdrotteltes Österreich. Nicht erschrecken, irgendwo am Himmel hinter mir ist so eine gelbe, runde Ding, so eine Scheibe. Und ich weiß, wir haben die lange nicht mehr gesehen, aber jetzt ist sie wieder da. Das ist auch der Grund, warum ich so glänze. Nicht, weil ich so eine glänzende Persönlichkeit bin, sondern weil ich mit zentimeterdicken Sonnenschutz eingeschmiert bin, weil ich nach Wochen des im Regen stehens, ihr wisst ja, wir werden alle verbrennen, jetzt meine Haut schützen muss als Nachtschattengewächs, um nicht wirklich zu verbrennen. Ich nehme sonst sehr schnell die Farbe eines Hummers an oder des schönen T-Shirts vom Roman. Sprich, ich werde Querdenker Salzburg-Rot. Der Roman hat schon festgehalten, wir haben hier, und man sieht es an den Hopsenden hinter mir, den Salzburger Marathon 2023. Ja, was soll man sagen? Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Das hat schon der mit den großen Ohren gesagt, dem wir diesen ganzen, jeder wird einen kennen, der Hütterl umgerannt hat, Blödsinn zu verdanken haben. Wir befinden uns immer noch in diesem Marathon. Wir haben heute den 21. Mai 2023, das heißt immer noch 90 Jahre Konkordat, immer noch 3 Jahre und ein paar Wochen politischen Irrsinn. Geht auch offiziell hier in Österreich noch weiter bis zum 30.06. Dann wird ja das leidige Thema Corona offiziell einmal beendet. Im Hintergrund arbeitet man natürlich bereits an einem neuen Epidemiegesetz. Das Krisensicherheitsgesetz ist auch so ein Thema. Die Aufmerksamen werden es wissen. Die anderen, ja, die wissen eh nie was, das macht aber nichts. Weil unsere Regierung hat ja auch stets nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und beides war offensichtlich nicht sehr groß. Deswegen führen wir jetzt in Österreich im Europa-Ranking die Insolvenzliste an. Und ja, das ist ein Grund für uns mal wieder schwurblertechnisch auf der Straße zu sein. Ist ja Sonntag. Die komische gelbe Scheibe lässt uns nicht davon abbringen, ein bisschen was für das Immunsystem zu tun, also spazieren gehen. Eigentlich war mein Plan gestern Samstag frei und GTI, das heißt, ich wäre nach Kärnten gefahren, an den schönen Wörthersee. Da fand ja seit dem Jahr 1982 eigentlich das GTI-Treffen statt. Die letzten 3 Jahre offiziell nicht, weil ihr wisst ja, wenn 2 Leute aus demselben Haushalt in einem GTI gesessen wären, um an den Wörthersee zu fahren, wären natürlich alle gestorben. 2 Haushaltsfremde in einem Betrieb nebeneinander, kein Problem. Und wenn sie einen Kaffeefilter getragen haben, auch kein Problem im Obus. Nur bitte nicht mehr als 3 in die Apotheken, zum Bäcker oder sonst wie, weil das ist dann wieder tödlich. Im Obus dürfen es 100 sein. Egal, es waren irrsinnige Zeiten. Es waren irrsinnige Zeiten, es sind weiterhin irrsinnige Zeiten. Und ja, ein bisschen was dazu werde ich eh später noch erzählen, weil wie gesagt, wir sind ja am Weg ins Zentrum, nicht um uns die Ziellinie anzuschauen, sondern weil eben Sonntag mal wieder Spaziergehen angesagt ist. Und damit hätte ich gesagt, sind wir mal raus, lassen die anderen nur ein bisschen laufen und wir gehen mal unserem Ziel entgegen. In diesem Sinne, nicht stehen bleiben, folgt uns unauffällig, heute gibt es viel zu sehen. Grüß euch miteinander. Was der Roman da neben den Mülltonnen und neben meinem unglaublich nervösen Hawaii-Hemd, weil heute ist ja wie gesagt gelbe Scheibe am Himmel und man hat einmal kein tragbares Dachmilch, festhält, ist, dass das Energy-Gel, der Proteinriegel und sonstiges Tuning der Läufer nicht ordnungsgemäß in die Mülltonne hier, also eine ganze Batterie inklusive Biotonne und Altpapier oder in den Mistkübel da vorne geworfen wird, sondern man schmeißt in Zeiten der Klimakrise, wo die Umwelt ja Nebensache geworden ist, einfach einmal wieder weg. Ne? Das ist ganz toll, finde ich schön, weil wie gesagt, wir haben ja da nicht ausreichend Mülltonnen beieinander. Ne? Aber ja, da haben wir noch einen Überlebenden. Selten ist gut.
Ja, also der Sonnenschutz hat sich wirklich ausgezahlt. Nächster Stopp, eine verbeulte Dachrinne mit allem, was quasi in Salzburg weltbewegend ist. Also dreimal quasi violette Fußballpickerl, einmal ein rotes Salzburg kann mehr. Ihr wisst, das ist die Partei von der Joy Randy, die sich da im Moment um schönere Büros, hochlehnige Bürothronsessel und sonstiges Führungs- und Machtprozedere streitet. Egal, ich habe gerade festgestellt, dass Dr. Christoph Fuchs, der Clubobmann der Salzburger Volkspartei, also kurz ÖVP, man könnte natürlich auch sagen die österreichische Verbrecherpartei, aber da gilt natürlich auch noch 3 Jahre immer nur die Unschuldsvermutung, demnächst eine Sprechstunde hat. Wir halten das aber einfach so wertfrei fest. Es erstaunt mich, also ich kenne jetzt den Clubobmann da nicht, aber es erstaunt mich ein bisschen, dass unser Wilfried und der dynamische Harry sowas nicht abhalten. Ne? Vielleicht schicken sie da jetzt einfach eher die unteren Clubränge. Egal. Man könnte sich ja Buhrufe einfangen, das will man vermeiden. Also ich stelle gerade fest, manch einer hat da das Lauftempo, bei dem ich auch mitkam, als routinierter Spaziergangster. Ja, Medaille kriegt ja jeder. Naja, gut. Wenn er auch kommt. Sie werden bis zum Letzten warten. Das ist, dabei sein ist alles, das ist der olympische Gedanke. Übrigens auch der Impfkampagne. Ne? Und der Testkampagne vor allem auch. Naja, gut, also du, da muss ich. Absolute Weltmeister in diesem Sportbereich. Ich wollte gerade sagen, also in Niederösterreich haben wir ja jetzt diese Koalition aus, ich zitiere unseren Vizekanzler, den Kellernazis und der Landesmutti. Und die Landesmutti hat ja jetzt vor kurzem eingeräumt, na schau, da hat er noch Bier drungen beim Laufen, dass es sich darum handelt, dass jetzt 200.000 Euro genutzt werden, um widerrechtliche Strafen auszubezahlen oder zurückzuzahlen. Ich darf an dieser Stelle bemerken, Slowenien hat das schon mit, Entschuldigung, ein Klappstuhl. Der schaut aber schon wirklich hin, also weil ich gesagt, das ist sonst der, wo man sich hinsetzen kann und Österreich weiter beim Untergehen zuschauen könnte. Aber der tragt mich nicht mehr. Jedenfalls, diese schwarz-blaue Regierung in Niederösterreich wird jetzt 200.000 Euro locker machen. Also wirklich ganze 200.000 Euro, man muss sich das vorstellen. Es ist echt unglaublich, um da die Strafen zurückzuerstatten. Und es ist ein großer Wurf in der Geschichte. Da sind doch diese 5,2 Milliarden Euro. Also wir reden da von 5.200 Millionen auf gut Deutsch gesagt, die wir da rausgeballert haben, um Testweltmeister zu sein. Völlig nebensächlich. Nebenbei bemerkt, es gibt immer noch, ich will jetzt nicht sagen Trotteln, sondern gute Österreicher, die sich darüber aufregen, was man mit diesen 200.000 Euro nicht Sinnvolles hätte machen können. Das stimmt. Also man konnte zum Beispiel die Flugspesen des Herrn Sobotka bezahlen. Der hat nämlich, glaube ich, für 154.000 und irgendwas Flüge im letzten Jahr gehabt. Oder den goldenen Flügel doch wieder zurückholen. Oder auch eventuell für die nächste Reise nach Afrika von unserem Kanzler wieder Boeing chartern. Ja, übrigens, wenn wir gerade bei Afrika sind, Südafrika und ein paar andere afrikanische Staaten haben den Ernst der Lage erkannt, ja, und haben das geschafft, was wir mit Waffenlieferungen nicht geschafft haben. Die haben es geschafft, dass es zu Friedensgesprächen zwischen dem Volodymyr und dem Wladimir kommen wird. Also für alle, die diese Namen nicht sagen, wir reden da vom bösen, bösen, bösen Putin und dem guten, guten, guten Zelensky. So, da stellen wir uns jetzt einmal zwischen rein. Ich finde nämlich, das ist so unglaublich schön, weil auch wir haben ja jetzt im Moment das Problem, dass wir vor einer Koalition stehen von den Guten. Die machen dann nämlich gemeinsam mit der Marlene, die Danke sagt, ja, demnächst auch so eine komische Kellernazi-Irgendwas-Geschichte. Ja. Also
würde halt jetzt wieder der Mützenkanzler sagen. Und ich bin da letzthin bei einem meiner unzähligen Dienste in der Nacht über ein Machwerk gestolpert. Das habe ich natürlich mit. Und das muss ich kurz nicht bewerben, sondern publik machen. Roman macht ja echten Journalismus. Es gibt demnächst eine Demonstration gegen Schwarz-Blau, und zwar am 29. Mai. Einmal mehr am Bahnhof, großer Bahnhof also. Und das Schöne ist, da hinten ist ein Text drauf. Der Roman hält ihn kurz fest. Ich werde dann einfach verlesen. Also Salzburger Bündnis gegen Schwarz-Blau. Wir sind ein Salzburger Bündnis, bestehend aus verschiedensten Organisationen und Personen der Zivilgesellschaft, das sich gegen eine schwarz-blaue Landesregierung ausspricht. Da bin ich übrigens noch voll d'accord. Also ich finde ja auch, dass die Schwarzen nach den politischen Vorgängen der letzten 3 Jahre, also Spaltung, Teuerung, Propaganda, Zwangsgebühr und so weiter, ihr wisst ja, eventuell gar nicht so unbedingt in der Regierung gehört. Aber ich glaube, die meinen das da eher wegen der Blauen. Wir stehen für das Gemeinwohl aller Menschen, für Menschenrechte, für die Teilhabe und Gleichheit im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Menschenrechten ist, wodurch sogar der Verfassungsgerichtshof kürzlich festgehalten hat, dass viele, viele Verordnungen doch unter dem Angstschober Rudi und seinen Nachfolgern gar nicht so verfassungskonform waren. Dass das Gemeinwohl jetzt, wo wir quasi plötzlich Übersterblichkeit haben und es doch Impfschäden gibt, vielleicht gar nicht so versorgt war. Dass eine Triage, und die hatte ausschließlich in Kinderpsychiatrien und dergleichen stattgefunden, und eine geschädigte Jugend vielleicht gar nicht so im Sinne einer solidarischen Gemeinschaft sind. Aber gut, setzen wir wieder 9-Jährige bei Minusgrad vors Fenster von der Glas, das passt schon. Und dann kommt final die Erklärung, wir sind gegen die Normalisierung von Rechtsextremismus, also quasi, dass der faschistische Gedanke sozusagen lebt, wo eine Gruppe die Guten sind, die anderen ausgegrenzt gehören und am besten, weiß ich nicht, deportiert kehren und weiß ich nicht, würde jetzt keine Vergleiche sehen, ne? Den Abbau von Demokratie. Also ich halte fest, die Freiheitliche Partei, sprich diese Blauen, als auch die Schwarzen sind beide demokratisch aufgestellte Parteien in Österreich. Also dieses Verständnis von Demokratie ist, das Volk hat gewählt, aber wir sind einfach dagegen, was dieses Volk gewählt hat, und deswegen demonstrieren wir da quasi. Finde ich sehr spannend. Also gegen den Abbau von Demokratie und Sozialstaat und gegen jegliche Form der Verhetzung. Da sind wir wieder bei dem guten alten Schlachtruf der sogenannten behaupteten, selbstdeklarierten Antifa. My body, my choice, außer es geht um die Impfung. Kein Mensch ist illegal, außer es ist ein Ungeimpfter und dergleichen. Was? Also ich werde diese Demonstration eventuell besuchen, weil ich mir gedacht habe, wenn die da gegen eine Beteiligung der Schwarzen in der Regierung demonstrieren, also gegen Schwarz-Blau, also damit gegen Schwarz, ist es höchst toll. Vielleicht bin ich da dann auch einmal. So. Damit packen wir wieder zusammen. Falls ihr euch fragt, warum ich wieder das große Schwurbler-Täschchen mit habe, weil wir natürlich heute noch ein bisschen was vorhaben. So, jetzt werden wir uns sputen, also wir werden nicht laufen wie die Marathonläufer, aber trotzdem sputen, damit wir zu unserer unglaublich wichtigen Sonntagskundgebung kommen. Das ist heute, glaube ich, eine Standkundgebung wegen des Marathons. Wir Handvoll Leute, die da polizeilich genehmigt und geführt Fähnchen im Kreis tragen, könnten ja eventuell den Marathon stören, glaube ich sofort. Und ich halte fest, letztes Jahr, selbe Zeit, durften wir noch eine Runde durch die Stadt drehen, dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, die Polizei, die ja inzwischen nicht mal mehr bei ihrer Grundausbildung einen Führerschein oder eine körperliche Fitness nachweisen muss, der Roman wird verlinken, um was es geht, die werden da jetzt eventuell nicht mehr genug Personal haben, vermute ich mal. Ja. Und deswegen wird es heute anscheinend eine Stadtkundgebung mit einem Hopping vom Mozartplatz zum Kapitelplatz, also eine gewaltige Wegstrecke, es ist noch nicht einmal ein Spaziergang,
Oh, wir stehen damit mitten im Zentrum der schönen Mozartstadt und können dort für Touristen und Upper Class Salzburger quasi klar machen, was unser Anliegen ist. Ich halte es deplatziert, aber gut, ich bin keiner der Veranstalter. Alles ist gut. So, da hält der Roman jetzt fest. Müssen wir jetzt ein bisschen warten, wenn der Spot vorbei ist, kommt nämlich die Wettervorhersage, dass es am Montag schon wieder Regen gibt. Ja, da haben wir jetzt das heutige Wetter. Was haben wir? 24 Grad, mal schauen. Das hat es ja noch nie gegeben wahrscheinlich. Nein, auf keinen Fall. Und jetzt kommt's. Montag leichter Regen, Dienstag mäßiger Regen, Mittwoch leichter Regen. Also ich bin unglaublich froh, ich kann dann diese lästigen, schweren Teile, Sonnenbrille, Hawaii-Hemd und sommerliche, durchlöcherte Converse wieder wegbocken, kann dann endlich wieder das tragbare Dach ausbocken und meine Schwimmhäute und sonstiges, was ich mir im Dienst in letzter Zeit so angeeignet habe, endlich weiter in der Evolution entwickeln und werde eventuell eine feuchte weitere Dürreperiode erleben. So. Du brauchst dafür keine Feuchtigkeitsmittel, die kosten auch schon viel Geld. Ja. So, da werden wir jetzt Zeugen des, der Finnschlein. Ja. Und das Schöne ist, oh schau, da rennt jetzt einer mit der Ukraine-Flagge. Aber wie letztes Jahr, exakt zur selben Zeit, wie ich da gestanden bin, ist wieder einer gerannt. Das werden die Leute jetzt schwer erkannt haben, aber glaubt es uns. Weil wir gerade bei Beflaggung sind, wir werden das jetzt da quasi am Weg festhalten. Ja? Wenn wir jetzt hier hinter der Absperrung an den sportlichen Menschen vorbeigehen. Wechselt auf der rechte Seite. Ich vermute, ich muss jetzt ein bisschen lauter reden, weil hier frenetische Partystimmung herrscht. Also wir stehen jetzt hier an der Finish-Line, um das mit einem Anglizismus zu sagen, in der Weltmetropole Salzburg vor dem Festspielhaus und halten fest, Beflaggung ist ja in letzter Zeit sehr modern. Österreich, Deutschland. Das dürfte dann Italien sein, ist der von der Tschechei sein, da haben wir Ungarn, also da wo der böse Diktator Orban daheim ist. Dann haben wir Griechenland, bis dahin sind wir ja nur bei lauter EU-Ländern. Dann haben wir die USA, das Weiß-Rote ist England, gehört ja nicht mehr zur EU. Dann haben wir die Schweiz, was ich recht bezeichnend finde, nachdem man Dr. Daniele Ganser in drei österreichischen Städten mit seinem Einsatz als Friedensforscher und Historiker ja ausgeladen hat. Konnte dies aber gerichtlich schon einstweilen bei vielen Veranstaltungen wieder zurückklagen. Gut, kurze Unterbrechung, wir fahren fort. Also die Schweiz, ja, neutral, ja. Israel, warum auch immer das Impfpassland, zu dem der mit den großen Ohren so gern geflogen ist, um sich Anregungen zu holen, jetzt da auch beim EU-Ding dabei ist, keine Ahnung. Dann hätten wir da noch Frankreich, dann haben wir da hinter der Ziellinie einmal Spanien und dann Niederösterreich und zu guter Letzt natürlich einmal mehr die Ukraine. Nein, Niederösterreich. Und, nein, nicht die Landesmutter. Und ich halte jetzt fest, ich habe nicht ganz verstanden, was wollen wir damit ausdrücken, dass Österreich am letzten Platz oder am ersten ist, aufgrund der Insolvenzwelle und so würde ich sagen am letzten. Und Ukraine an der Spitze der Beflaggung steht. Aber wie gesagt, ist nur so eine Frage. Der Roman hat ja kürzlich ein Video gemacht, in dem wir aufgezeigt haben, welches Neutralitätsverständnis unser dynamischer Harry hat. Der hat ja die Staatsbrücke vierfach mit ausschließlich der Ukraine beflaggt. Und ja, wie gesagt, hier hängt sie auch, obwohl sie ja noch nicht Teil der EU ist. Obwohl sie quasi genauso wie die Schweiz wohl nicht zur NATO gehört. Also diese bunt zusammengewürfelte, doch sehr aussagekräftige Mischung aus USA, Israel und
so, ja, ein Schelm, wer Böses dabei. Naja, schau, voll ist einer umfällt. Der Ukrainer faltet seine Fahne zusammen. Gut, dann haben wir unseren Dienst erfüllt. Ja. Nein, aber wie gesagt, das ist mir letzthin aufgefallen am Heimweg, da sind wir doch da, schau. Wir haben jetzt die USA, Israel, die von uns ausgeladene Schweizer Fraktion mit Dr. Daniele Ganser und natürlich ganz wichtig die Ukraine. Also ich bin ja dafür, dass wir wie unser Bundespräsident möglichst bald in das durch gesprengte Uranmunitionlager verstrahlte Ukraine unsere österreichischen Soldaten zur Entminung schicken, weil wir als neutrales Land natürlich unbedingt unsere Jungs da hinschicken müssen. Ja. Schauen wir mal, wer sich durchsetzt, der Van der Bellen oder der Nehammer? Naja, also ich muss ja wirklich sagen, ich halte ja nicht besonders viel von unserer Schnüffelhunde Claudia, aber die hat sich ja tatsächlich im Einstweilen mal dagegen ausgesprochen. Ja. Aber ja gut, über das Demokratie- und Nationalverständnis und das Verständnis einer immerwährenden Neutralität unseres greisen, an sich schweigsamen Mannes aus der Hofburg werde ich mich dann später noch auslassen, glaube ich. Ja, hier haben wir nicht mehr so viel Lautstärke und Trubel. Es ist so schön. Wir genießen mal die Stille. Ja. Weil ich zuerst beim GTI-Treffen war, zu dem ich nicht fahren konnte, weil keine Vertretung mich ersetzen konnte, also der Fachkräftemangel quasi, musste ich gestern Nacht arbeiten. Ist unersetzbar. Nein, das bin ich nicht, aber es ist halt bei so einem verlängerten Wochenende, wo alle Genitalien fahren, ein bisschen schwierig. Schließlich haben wir dieses Wochenende dieses gelbe Ding am Himmel. Und in Italien, habe ich mal sagen lassen, ist ja doch auch viel Wasser gefallen. Und ich vermute mal, der Österreicher will einfach nicht vertrocknen und hat deswegen die Chance ergriffen, teuren Sprit zu verfahren, um nach Italien zu stauen. Ich habe jedenfalls aus diesem Zwecke, Fachkräftemangel, keiner war da, keine Vertretung gehabt. Und der Roman wird an dieser Stelle dann noch ein Bild einblenden von den, ein Schelm, wer dabei grinsen muss, kennzeichenlosen VW-Bussen, die quasi letztes Jahr, da waren wir halt noch mitten im Lockdown und so, festgehalten haben, wie sie da ihre Covid und sonstigen Kontrollen gemacht haben. Und ich fand das recht lustig. Kraftfahrzeuge der Exekutive ohne Kennzeichen und von der Marke VW beim VW-Treffen. Irgendwie lustig. Der Roman wird das Büdel einspreizen. Wenn wir gerade dabei sind, da an der Domwand, schön im Schatten, steht Spalier, ein einsames ziviles Fahrzeug und eine Streife, natürlich auch in einem VW. Ja, ob die dann nächstes Jahr auch nach Wolfsburg rauffahren mit den Polizeiautos, um dort der Marke zu huldigen, ich weiß ja nicht. Vielleicht sprengen sie dann auch das Beton-GTI-Denkmal in Reifnitz. Wie gesagt, alles spannend. Das Schöne ist, man hat ja diese Geschichte angeblich abgesagt wegen der vielen Beschwerden, Ruhestörung und sonst was. Ja, genau. Ach, das Tolle ist, das Treffen gibt es seit 1982 und man hat seit 1982 nichts dergleichen getan. Es gibt einen Beitrag bei RTV Regionalfernsehen, beziehungsweise Roman und ich haben ihn verwurstet bei unserem Kärnten-Special, das zur Wahl von uns gemacht wurde. Haben, glaube ich, schon ganze 60 Leute gesehen. Ja. Und da ist dieser Bericht auch verlinkt. Da kommt ganz klar hervor, es ging nicht um die Beschwerden, weil die gab es immer, sondern dieses Jahr war es dann quasi die Klimageschichte. Gott sei Dank ist in Wolfsburg dann das Klima ein anderes. Egal. Unsere Schwurbler-Freunde sind schon da. Ja,
Bäcker sein. Bäcker sein. Bäcker sein. Ja, also der Roman und ich fassen jetzt noch, weil die Dehydration ja gefährlich ist. Ihr wisst, wir werden alle vertrocknen und das gelbe Ding da oben macht mir echt Angst. Getränke kaufen, bevor es losgeht mit dem Stadtplatz-Hopping von Mozartplatz zum Kapitelplatz. Wir stellen fest, Propagandamedien haben quasi immer noch, wie es früher üblich war, wir werfen eine Münze ein und nehmen uns einen Kurier to go oder eine Krone to go mit. Die Krone hängt übrigens da drüben. Hier ist es der Kurier, mit der tollen Frage nach, wo ist unser Planet B? Ja, ich stelle mir mal die Frage, wann kommt das Mutterschiff und holt mich endlich ab? Egal, also man zahlt inzwischen 2 Euro für so ein Machwerk. Und ja, wenn man kein Kleingeld hat, ist das kein Problem. Ich glaube, die sind auch schon auf den Trichter gekommen, dass den Österreichern langsam das Geld ausgeht. Nur mal so ganz nebenbei. Schaut auch unanständig aus. Ich finde die Powerpussy toll. Das, wenn man das. Wir sind am Weg zum Getränke kaufen und haben festgestellt, wir sind nicht die Einzigen, die am dynamischen Harry und seiner Parteilinie in irgendeiner Form etwas auszusetzen haben. Wir gehen jetzt shoppen. Da gehen wir jetzt durch schöne Salzburg frisch mit Getränken versorgt und stellen fest, ein leerer Gastgarten. Auch da ist definitiv noch ein bisschen Platz. Auch das, obwohl wir Sonntag zur besten Zeit am Nachmittag mitten im Zentrum haben und die Touristen trotzdem noch ein bisschen durch die Stadt gehen. Ich bemerke das nur, weil der also ein VPler, das also ein Verbrecher, das gilt natürlich nicht unsere Zumutung, kürzlich erklärt hat, dass die Bars und Restaurants voll sind und dass die Einkaufstempel voll sind und dass es diesem Land gut geht. Also voll waren sie jetzt nicht. Egal, ich wollte nur mal so am Rande bemerken. So, damit heute weiter und Viertel noch zwei, vermute mal, inzwischen haben sich die Horden gänzlich zusammengerottet. Auch da haben wir einen Gastgarten, der halb besetzt ist, oder zu zwei Drittel. Und ja, dann werden wir jetzt ein Stadtplatz-Hopping machen. So schön. Thank you.